Das ist Phosphor, der hier mit 1300 Grad verbrennt. Man kann ihn sehr leicht mit Bernstein verwechseln. Gleich dazu mehr. Phosphor oder Bernstein? Brandgefahr am Strand. Phosphor ähnelt dem Bernstein zum Verwechseln. Weißer Phosphor war im Zweiten Weltkrieg Bestandteil von Brandmunition, die tausendhaft über der Ostsee abgeworfen wurde. Die alten Sprengkörper zerfallen zunehmend auf dem Ostseegrund. Einzelne Phosphorstücke werden am Strand gespült. Die ähneln Bernstein und können zu Verbrennungen führen. Es kommt immer wieder zu Unfällen, wenn Steinsammler die Klumpen fälschlicherweise als Bernstein halten. Verbrennung durch Phosphor. Trocknet Phosphor, verbindet er sich mit Sauerstoff und entzündet sich bei Temperaturen um 34 Grad. Er brennt dann mit 1300 Grad und ist kaum noch zu löschen. Die Flammen sind nur mit Sand oder besonderen Feuerlöschern zu bekämpfen. Wasser schadet nur. Durch Wasser entsteht Phosphorsäure, die die Haut zusätzlich verätzt. Das Abdecken der Flamme dämpft den Brand nur vorübergehend ein. Sobald neuer Sauerstoff drankommt, entzündet sich der Phosphor erneut. Phosphordämpfe verursachen schwere Reizungen der Nasen- und Rachenschleimhäute sowie der Atemwege. Wie unterscheidet man Phosphor von Bernstein? Der Bernstein ist viel leichter wie Phosphor und schwimmt sogar im Salzwasser mit einer Salzkonzentration von mindestens 10% Salz. Im Vergleich dazu ist Phosphor deutlich schwerer und kann im Salzwasser nicht schwimmen. Die Eigenschaften wie Aussehen und weiche Beschaffenheit sind bei Bernstein und Phosphor zum Verwechseln ähnlich. Der Salzwassertest ist die einzige vernünftige Möglichkeit, den Phosphor zu entlarven. Hier können wir beobachten, welche Auswirkungen ein Phosphorbrand auf ein Stück Fleisch hat. Das Abdecken der Flamme hat den Brand nur kurzzeitig unterdrückt. Sobald frische Luft drankommt, entfacht die Flamme erneut. Die Phosphorflamme hat sich tief in das Fleisch eingebrannt. Um Unfälle zu vermeiden, empfehlen wir einen vermeintlichen Bernsteinfund niemals in der Hosen- oder Jackentaschen zu transportieren. Die Steine sollten in Tüten transportiert werden, die man notfalls abwerfen kann, wenn sie anfangen zu brennen. Was hat er da wohl gefunden? Seien Sie dabei im nächsten Video, wie man am Strand jede Menge Bernsteine finden kann.